Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, heute sprechen wir über Umsatzsteuerkarusselle. Klingt tatsächlich lustig, verehrte Damen und Herren, vor allen Dingen da draußen, ist es aber nicht. Kollege De Masi hat angeführt, es wird geschätzt, dass für Deutschland ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag, europaweit über 50 Milliarden Euro hier verloren gehen. Ja, aber dieser Tatbestand ist ähnlich wie viele andere Tatbestände schon länger bekannt. Näher darauf eingehen, weil die Kollegen haben es perfekt beschrieben, möchte ich an dieser Stelle nicht. Mir geht es nämlich um Lösungen. Und da war die Debatte davor schon sehr zielführend und auch die zum Verkehr. Sie kennen die Probleme alle seit 20 Jahren. Allein lösen tun Sie sie nicht. Ich werde zum Schluss einen Lösungsvorschlag, der fast viel zu simpel wahrscheinlich für einige Herrschaften ist, hier bringen. Kommen wir aber noch mal auf die Anhörung, die der Kollege Günzler eben gebracht hat. Dort gab es nämlich auch einen Kollegen Eigenthaler, der dann und viele andere Kollegen, die diese Dimension und die Höhe gar nicht greifbar machen konnten, auch das BZST. Komischerweise konnte es das Kieler Institut für Weltwirtschaft, viele andere. Das Handelsblatt zitiere ich hier mit Erlaubnis der Präsidentin vom 11. Februar 2020. Umsatzsteuerkarusselle richten europaweit einen gewaltigen Schaden an, allein in Deutschland, ich habe es eben gesagt, einen zweistelligen Milliardenbetrag. Meine Damen und Herren, ein zweistelliger Milliardenbetrag. Cum-Ex, Cum-Fake, Cum-Cum, viele andere Steuerhinterziehungen und Verkürzungen auf europaweiter Basis. Hier, meine Damen und Herren, könnten wir schon längst gehandelt haben und der Soli wäre Geschichte. Und wahrscheinlich könnten wir uns sogar darüber unterhalten, ob wir eine Körperschaftssteuerreform angehen, wie es die Franzosen gemacht haben, damit die deutsche Wirtschaft endlich wieder wettbewerbsfähig wird, verehrte Kollegen. Und ich komme da gleich zu. Und die Anträge der Linken und Grünen, das muss ich tatsächlich sagen, greifen viele Dinge aus dem Fachgespräch vernünftig und auch ordentlich und sachlich auf. Ob das Reverse Charge System allerdings, was ja dann dem amerikanischen Sales Tax, der Sales Tax sehr nahe ist, hier dann die Lösung bringt, da stehen wir allerdings noch sehr kritisch gegenüber. So sagte nämlich der Kollege Eigenthaler von der Deutschen Steuergewerkschaft auch, ähnlich wie bei einer anderen Sache, zu der ich gleich komme, es wird wieder die ehrlichen Unternehmer mit einem immensen Umstellungs- und Verwaltungsaufwand treffen. Und denken Sie an die Bonipflicht für Bäcker, was Sie damit angerichtet haben. Ein Wort, Sie vertagen es ja täglich bei uns, Sie vertagen es täglich im Ausschuss. Ähnlich wird es mit diesem Verfahren sein. Lassen Sie es, machen Sie es simpel. Und da komme ich gleich zu. Und das Recherchenetzwerk Korrektiv hat einen Bericht auch verfasst, Brand Safe Europe. Kommen wir zu Tatsachen. Großbritannien hat nämlich mit einschneidenden Maßnahmen reagiert und hat damit den Umsatzsteuerbetrug in den letzten Jahren von 3,5 Milliarden Pfund auf derzeit 500 gedrosselt. Warum? Weil man organisierten Mehrwertsteuerbetrug dort bis zu lebenslänglich bestraft. Und hier in Deutschland, auch das hat der Staatsanwalt aus München gesagt, geht so ein Gangster-Steuerbetrüger mit 5 Jahren weg, kommt bei uns unserer Gerichtsbarkeit nach 3,5 Jahren wegen guter Führung raus und holt die 5 Millionen vom Panama-Konto und lacht sich auf ihre Kosten da oben, nämlich schlapp und hat ein schönes Leben. Die deutsche Gesetzgebung ist wie in vielen Teilen auch unsere Strafgesetzgebung eben zu lasch und das lädt gerade zu Verbrechen ein, liebe Kollegen. Und Sie wollten einen konkreten Vorschlag. Bitte schön, den können Sie haben. Er ist seit 2006, ich habe extra den Kommentar, falls Sie dann Schwierigkeiten hätten, dem zu folgen. Seit 2006 schlägt die deutsche Finanzverwaltung die E-Mail vor. Die kennt jedes Kind, die kennen Sie vom Handy, die kennen Sie von vielen elektronischen Geräten. Und dort wird einfach und simpel vorgeschlagen, auf allen Handelsstufen entsprechend diese E-Mail in den Rechnungen und Dokumenten zu vermerken. Das würde nämlich den größten Betrugstatbestand unterbinden, dass Dinge, Gegenstände mehrmals, wie Sie es ja eben so schön, da bedanke ich mich für Herrn Günzler, beschrieben haben, gedreht werden können. Dann kann nämlich nicht die Uhr, dann kann ein anderer Gegenstand nicht 10-mal bei diesem Verkäufer, den Sie in den Niederlanden genannt haben, hier wieder aufschlagen, weil dann fällt den Finanzämtern auf komisch. Das Produkt wird zum 3., zum 4. Mal nach Deutschland geliefert. Und wenn wir es dann noch schaffen wie in den Niederlanden, auch da bin ich Ihnen dankbar, vielleicht nach 3, 4 Wochen, anstatt eine schwachsinnige Grundsteuerreform hier vom Zaune zu brechen, unsere Beamten in neu gegründete Unternehmen schicken, das schaffen die Niederländer nämlich nach 3 Wochen, dann könnte ich vielleicht sogar schon sehr früh sehen, ob das ein Missing Trader ist oder nicht. Alles in allem, seit über 14 Jahren liegen Lösungen, simple Lösungen auf dem Tisch, alleine wie beim Verkehr, wie bei anderen Steuern, Sie nehmen sie nicht wahr. Wir werden aber die Diskussion sehr kreativ und konstruktiv begleiten. Ich bedanke mich.